für Anfänge. Hallo, hallo und welcome back zu meinem Video. Mir fällt ganz viel besser anfangen. Aber ja, wir haben es 7 Uhr und wir haben den 8. Dezember. Deswegen habe ich schon gleich jetzt erstmal meinen Adventskalender. Und dann muss ich mich fertig machen, ich zur Schule muss. Oh, das ist wild. Die sind extrem lecker. Der hier ist mit Peanut und Karamell. Das könnte sehr gut sein. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal kurz zu Ende fertig. Und dann sehen wir uns wieder. Sollen wir eine coole Transition machen? Okay, den klingt langweilig. Ich mache jetzt so. Das war, glaube ich, richtig schlecht. Egal. That's the makeup look of the day. Actually pretty boring. Lasst mich mal wissen, ob ihr die Tage so ein genaueres Make-up haben wollt. Dann mache ich das nämlich morgen mal. Muss ich ein bisschen früher aufstehen, damit ich ein bisschen mehr quatschen kann nebenbei. Und ja, sonst würde ich sagen, ziehe ich mich jetzt so schön um. Dann zeige ich euch mein Outfit of the Day. Und dann geht's zur Schule. So, das ist der Fit of the Day. Ich habe so eine Basic-Anzugshose von Zara an und Pullis, glaube ich, von H&M. Ich habe unter der Anzugshose noch so eine Wollstrumpfhose, weil es echt kalt ist. Ja, genau. Hallo, ich bin gerade nach Hause gekommen. Es ist jetzt so 16 Uhr. Ich habe mich dazu entschieden, doch erst später auf den Weihnachtsmarkt zu fahren, wenn ich es nämlich noch schaffe. Mich um Schule zu kümmern. Also Plan, umziehen. Und dann Eiskaffee machen, weil ich hatte ewig keinen Eiskaffee mehr. Und dann Schule machen. Yes. Stativ der Welt gebaut, glaube ich. Deswegen ist das gleich zusammenrechnen, aber egal. Ich dachte, wir machen einen kleinen Motivation Talk und wird halt oft gefragt, wie ich mich allgemein oft motiviere, so produktiv zu sein. Und ich habe ein Buch gelesen, oder ich lese noch das Buch, das habe ich im letzten Blog schon erwähnt, und zwar 100 Run Essays That Will Change the Way You Think. Und in einem Kapitel ging es halt auch um Motivation, auch wenn man nicht motiviert ist. Und ich habe da was gelesen. Und zwar, obviously habe ich da was gelesen. Und zwar ging es da darum, dass man Sachen immer machen muss, auch wenn man keine Motivation hat. Im Sinne von, du kannst nicht immer auf die Motivation warten und erst dann etwas tun, nur weil du jetzt gerade dann Lust drauf hast, sondern am Ende muss es gemacht werden, wenn es gemacht werden muss. Also so don't stress yourself und so. Aber wenn du die Zeit hast, weil oft habe ich einfach super viel Zeit und mach dann einfach nichts. Und das ist halt super useless. Aber wenn du die Zeit hast und auch wenn du denkst, du kommst jetzt nicht hoch, um das zu machen, get fucking up. Und mach es einfach. So Motivation, stand zum Beispiel da drauf, dass Motivation ein wirklich sehr nicer Side-Effekt ist. Aber wenn du keine Motivation hast, deswegen muss es nicht weniger gemacht werden. Also, just do it. Aber du kannst nicht immer auf die Motivation warten, weil sie wird nicht immer kommen bei den meisten Dingen. Deswegen machst du einfach. Das ist auch das, was ich momentan in vielen Situationen noch lernen muss. Aber ich versuche es so gut ich kann umzusetzen. Ich mache jetzt meinen Vortrag weiter. Ist by the way über Marilyn Monroe. Eine unglaublich interessante Person. Wirklich geisteskrank. Ich habe gerade auch schon das in Tagebüchern gelesen und fand das wirklich übelst faszinierend. Just to let you know.
wir haben mittlerweile 19 Uhr. Ich bin fertig eigentlich mit meinem Vortrag. Und ich habe so viele Quotes von Marilyn Monroe gelesen. Und diese Frau war so unglaublich inspirierend oder ist es oder whatever. Ich habe jetzt gerade meinen Laptop geholt, weil ich jetzt die PowerPoint noch machen muss. Und dann bin ich, wie es aussieht, endlich fertig. Ich habe mal eigentlich am iPad angefangen mit der PowerPoint. Komme mit Keynote, aber zu 0% klar, weswegen ich jetzt nochmal umstrukturieren muss. Genau. Und werde mich jetzt um die PowerPoint kümmern. Und dann schreibe ich aber morgen im vierten Block einen Chemietest. Und was soll ich sagen, angefangen zu lernen habe ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann wahrscheinlich einfach morgen in der Schule oder so. Mal sehen, wie ich das noch mache. Mittlerweile 21.12 Uhr. Und ich sehe genauso müde aus, wie ich bin. Meine Haut ist so rot, weil wir gerade mit Charlie spazieren waren. Und ich habe jetzt eben noch 6 Stunden an diesem Vortrag gearbeitet. Und er ist jetzt endlich fertig. Jetzt soll ich sagen, schminken wir uns mal ab. Und weil der Vlog relativ kurz ist, machen wir mal eine ausführlichere Skincare-Routine, weil ich momentan sehr happy bin mit den Produkten, die ich so benutze. Genau. Ich würde sagen, let's go mit meiner Skincare-Routine, weil ich bin sehr müde und freue mich, dich einfach ins Bett zu gehen. Deswegen, ja, let's go. Ja, das ist meine Haut momentan. Ja, ich bin eigentlich relativ happy. Ich nehme mein Make-up immer runter, weil mir sonst Wimpern abbrechen. Mit hier diesen Chronic Take the Day. Dann nehme ich, trockne ich mein Gesicht dann mit dem Handtuch ab. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht über eure Haut reibt, weil damit reizt sie die übelst. Weil das Handtuch hat richtig grobes Material. Jetzt nehme ich hier von The Ordinary das Glycolid Acid. Das war es jetzt erstmal mit der Reinigung. Ich habe für mich herausgefunden, dass Double Cleansing für meine Haut zu viel ist. Das muss aber jeder für sich selber so ein bisschen schauen. Jetzt nehme ich hier die Niacinamide von The Inkybust. Könnt ihr, meine ich, mittlerweile auch bei Douglas kaufen. Ich habe meine bei Sephora gekauft, aber ja, ich meine, dass Sephora und Douglas das verkauft. Jetzt nehme ich von Drunk Elephant diese Polypeptide-Creme, whatever, was ihr da bedeutet, ich danke. Und das ist ein mega cooles Prinzip, weil ihr drückt drauf und dann kommt halt das Produkt raus. Sprich, ihr geht mit dem Finger nie in den Tiegel rein, deswegen ihr keine Bakterien an das Produkt bringt. Und so, vergiss einen Hals, ne? Jetzt gehe ich noch über mein Gesicht mit einem Öl seit neuestem, und zwar auch von Drunk Elephant, mit diesem Merula Oil. Ich versuche nicht zu viel zu nehmen, weil meine Haut nicht mega trocken ist, aber ich habe seitdem auf jeden Fall gemerkt, dass meine Textur von der Haut viel weicher allgemein geworden ist und viel ebener. So sieht dann meine Haut nach meiner Skincare-Routine aus. Jetzt nehme ich noch mein Lash Serum. Das wurde ich letztes Mal gefragt, das ist das von Maybelline, dieses Lash Sensation. Ich habe das auf Amazon bestellt, sonst gab es das im DM nicht. Probiere ich momentan noch aus, kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe ein Vorherbild gemacht, also wenn ich das aufgebraucht habe, kann ich meine Insta-Story mal ein Vorher-Nachher-Bild machen. Putze ich Zähne. Meine Lippen würden ohne sterben. Und das war actually meine Night Routine. Wenn alles richtig läuft, dann machen wir einen Freitag ein Go Shopping with Me. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Ihr könnt ein Abo da lassen, so Daumen hoch wäre cool. Kommentare freue ich mich auch immer mega drüber. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!